Hallo meine Lieben, es ist mal wieder Zeit, euch zu zeigen, was im letzten Monat bei mir in der Lampe gewesen ist. Und ich habe wieder sehr gut aufgebraucht. Und ich habe vor allem diesen Monat auch schon total viele Kerzen angehabt. Für mich ist es ja so, dass sobald es draußen Regenwetter ist und es wird kühler, sobald nur so ein Funken Herbst in der Luft liegt, ab da habe ich schon wieder Lust auf richtige Kerzen und habe natürlich auch weiterhin meine Duftlampen an, aber die dann vorwiegend in anderen Räumen als im Wohnzimmer. Und im Wohnzimmer, wenn ich dann so hier bin und die Kinder sind hier und wir müssen nicht mehr raus aus dem Haus und ja, es wird draußen schon etwas früher dunkel, dann habe ich einfach Kerzen an. Und ein paar sind diesen Monat schon gewesen. Ich habe zwei, drei neue, vier neue Kerzen sogar angezündet von den großen. Yankee Candle bzw. Housewarmer auch anderer Firmen und natürlich auch etliche Duftis in den Lampen gehabt. Und ich wollte euch das mal einmal zeigen. Fangen wir mal an mit zwei Kerzen, die ich neu hatte. Und zwar sind das diese beiden. Ich denke, ich habe sie euch schon in irgendeinem Video gezeigt. Die White Pumpkin, glaube ich aber noch nicht. Die habe ich nämlich von einer ganz lieben mit YouTuberin, nämlich der Dalinka, geschenkt bekommen. Ich habe eine leichte Erkältung. Ich hoffe, es stört euch nicht. Dalinka, also Katharina, hat mir White Pumpkin von DW Home oder wie diese Firma heißt, geschenkt. Und noch eine andere, eine Rosen, ein Rosenduft und ich glaube White Rose oder so hieß der. Ja, und den habe ich angehabt. Ich fand ihn kalt geschnuppert erstmal sehr Pumpkin-intensiv. Und dieser Kürbis hat ja manchmal so einen leicht muffigen Einschlag. So riecht er halt auch kalt. Warm, finde ich, wird der viel weicher, viel intensiver sogar noch. Und dieser Kürbismuff, der weicht eigentlich so einem weichen, cremigen Kürbisduft. Also mir hat der warm viel, viel besser gefallen als kalt. Und ich bin froh, dass ich das ausprobiert habe, den warm zu machen. Und ich werde die Kerze auch sicher weiter düfteln. Man muss allerdings wirklich Lust auf Kürbis haben, denn er riecht wirklich pur nach Kürbis. Und die zweite ist Autumn Orchard. Den habe ich euch auch auf Instagram schon mal auf einem Bild gezeigt, wie er brannte. Ich habe die jetzt zweimal angehabt. Und dieser Duft ist wunderschön, super intensiv. Es ist ein Birnenduft, ein herbstlicher Birnenduft. Man riecht so ein bisschen Herbstobst, Birnen halt, Äpfel. Dazu kommt eine sehr gewürzige Mischung, aber ohne Zimt. Also es ist eher so, keine Ahnung, Nelke, Kardamom, irgendwie sowas Würziges. Und dann drüber, als alles überstrahlendes, ist es eben die Birne. Und das ist ein sehr, sehr schöner Duft und er erinnert mich ein ganz kleines bisschen. Zum allerersten Mal erinnert mich ein Duft ein ganz kleines bisschen an meinen heißgeliebten mit der All-Time-Favorites von Yankee Candle, nämlich Blissful Autumn. Jetzt wundert ihr euch bestimmt, warum ich dieses Glas hier so zeige. Ja, ich hatte ihn an und er hat einfach überhaupt nicht gepult. Also der Hauswarmer war bestimmt zur Hälfte schon weg. Also bis dahin hatte ich den, glaube ich, verbraucht. Ich habe den ja halt eingeschmolzen. Ich weiß auch nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe in einem Video, auf Instagram auf jeden Fall. Und Blissful Autumn hatte ich euch ja auch letztens so aufgerufen, dass ich den Duft suche, weil ich halt da nicht mehr viel von hatte und ich ihn so, so sehr liebe. Und ich habe wirklich, ja, es gab Reaktionen auf diesen Aufruf. Ich habe tatsächlich einen mittleren Housewarmer, der glaube ich einmal angezündet war oder so, bekommen, den konnte ich jemandem abkaufen, dafür danke ich sehr und ich habe sogar aus der Schweiz von einer lieben Zuschauerin von mir Post bekommen, Überraschungspost und da waren Tarts von Blissful Autumn drin, unter anderem
Und da habe ich mich mega drüber gefreut und jetzt habe ich wieder Nachschub. Und ich habe halt diesen alten Hauswurmer in Eiswürfelbehälter geschmolzen und eingefüllt und jetzt habe ich sozusagen meine eigenen Tarts gemacht von dem. Ja, ich liebe diesen Duft. Es ist der absolut schönste Herbstduft, wie ich finde, von Yankee Candle. Schade, schade, dass der raus ist. Das war einfach der Knaller. Und ich habe jetzt einfach dann die Tarts in diesem Monat angebrannt. So, dann hatte ich von Village Candle eine Kerze an. Und zwar diese. Welcome Home heißt sie. Die habt ihr in meinem großen Kerzenhaul letztens noch gesehen. Da war sie noch neu. Village Candle gefällt mir ganz gut, weil die halt zwei Dochte haben und dementsprechend schön schnell poolen. Der Duft ist etwas, was mich an Lake Sunset erinnert. Also dieses sanfte, cremig, pudrige von Lake Sunset hat der hier auch. Der riecht allerdings nicht wie Lake Sunset, so nach Pfirsich oder so ein Duft ist ja bei Lake Sunset mit drin. Den hat der hier nicht. Der ist floraler, aber er erinnert mich einfach sehr an Lake Sunset von diesem sanft cremigen her. Und ja, es ist drin Lindenblüten, Amber, Vanille und Sandelholz. Und das beschreibt es wirklich auch sehr gut. Die Kerze war auch warm, intensiv. Ich kann überhaupt nicht meckern zu Duftabgabe und Abbrennverhalten. Von daher meine erste Village Candle in groß und ich bin echt sehr zufrieden. So, dann hatte ich von Goose Creek eine Kerze, die habe ich über eBay Kleinanzeigen gekauft. Wildest Dreams heißt die und da mochte ich auch das Label so mega gern leiden mit diesem Kind, was da unter diesem Herbstbaum sitzt und ein Buch liest. Und ja, Goose Creek hat mich halt auch schon länger interessiert und diese Kerze durfte dann über eBay bei mir einziehen. Und das ist halt auch ein fruchtiger Herbstduft, der hat auch was von Birnen. Der ist aber eine ganze Ecke parfümig auch. Und ich hatte das Problem, ich habe ja da so ein bisschen das Problem gehabt, die Dochte, die haben nicht richtig gebrannt, die haben mehr so vor sich hingeglimmt. Und ja, also dieses Absaufen der Dochte hatte diese Kerze leider auch. Vielleicht hat die Dame die auf eBay Kleinanzeigen da auch deswegen verkauft, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie so ein bisschen abgesoffen. Leider. Daher habe ich überlegt, ich weiß ja nicht, ob es bei euch auch jemandem schon mal so gegangen ist und ob ihr sie retten konntet. Ich habe überlegt, ich werde jetzt einfach, wenn die warm ist und der Pool sich so leicht bildet, sie hat nämlich auch dann nicht bis zum Rand gepoolt, hier ist ein Rand geblieben. Ich versuche sie dann auszupusten, dass das Wachs aber noch weich ist. Und dann versuche ich mal mit einem Wattebausch flüssiges Wachs aufzusaugen. Dass einfach rund um die Dochte herum da wieder mehr ja, Brennmaterial da ist. Oder ich stecke mal so einen Ersatzdocht rein, wenn sie brennt. Irgendwie so ein Streichholzersatzdocht oder so. Ich versuche es mal. Falls jemand von euch das Problem kennt und ihr habt einen guten Tipp, dann ja, gerne her damit. So, dann hatte ich. Geht mir schon die Hälfte flöten hier. Ups, Moment. Dann hatte ich von Country Candle meine erste Kerze an. Und zwar ist das die Vanilla Orchid gewesen. Ein sehr parfümiger Vanilleduft, der auch sehr floral ist. Also diese Blüte mit dieser Vanilleschote sagt wirklich, wie es riecht. Also nach einem tollen Blütenduft mit richtig, wirklich einem dicken, fetten Vanilleeinschlag. Und ich glaube, ihr könnt es sehen. Hier ist dieser Farbunterschied des Wachses zu erkennen. Bis hierhin war die Kerze gepoolt. Also ein mega Wachspool war das. Super gutes Abbrennverhalten. Ich hatte sie locker 6 Stunden an, würde ich sagen. Und es ist kaum was raus aus der Kerze. Und der Duft war mega intensiv. Also super, super Empfehlung.
Diese Kerze hat mich sehr gut beduftet. Und ich habe gehört, dass diese Kerze auch vielen sehr, sehr gut gefällt. Also der Duft ist scheinbar auch so einer, der es zum Klassiker bringen könnte. Vanilla Orchid, dicke, dicke Empfehlung. So, dann hatte ich noch einen Yankee Candle House Warmer, den ich vor, wann ist der, das Gussdatum? 2015. Ich glaube, ich habe ihn auch 2015 im Winter gekauft. Da ist er auch, meine ich, neu erschienen. Und seitdem hat er jetzt in meinem Schrank gestanden. Und ich war total gespannt auf die Duftabgabe. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber es ist mega viel Öl in diesem Hauswarmer drin. Ja, und ich hatte ihn jetzt gestern zum ersten Mal an. Das Abbrennverhalten war auch nicht so der Hit, muss ich sagen. Es hat hier am Rand auch wieder eine Stelle gegeben, die nicht mitgeschmolzen ist. Ich hoffe, dass es jetzt beim zweiten Mal anzünden mit Illumalit in meiner Laterne, die ich habe, also dieses Glas, was man so über die Hauswärmer noch stülpen kann, und eventuell ziehe ich ihm noch ein Mäntelchen an, dass ich den retten kann. Ich hoffe, es fängt nicht an zu tunneln, denn der ist wirklich, wirklich schön von der Intensität her gewesen. Es ist halt so ein frischer Wäscheduft, der für mich nicht unbedingt weihnachtlich ist, sondern meiner Meinung nach ist das so ein ganz jahresfrische Duft. Aber Bundle Up, ja, das Label ist auch nicht so der Hit, ne, wenn man das mal sich so anguckt. Also ich meine, ist schon niedlich mit den Kindern im Schnee, aber irgendwie, die sind schon sehr knallebunt. Naja, muss man halt mögen. Das war Bundle Up, auch ein neu angezündeter diesen Monat. Dann habe ich zwei Kerzen von Bath & Body Works angehabt. Und zwar ist das einmal diese 1000 Wishes. Die war auch neu. Ich muss die Duftblüten da oben noch abschneiden, wie ihr seht, vor dem nächsten Anzünden. Und 1000 Wishes ist für mich einer der schönsten Bath & Body Works Düfte, die ich bis jetzt hatte. Ich kannte den auch nicht im Original. Ich kannte den zuerst von unseren Handmade Gießerinnen, und zwar war das immer dann 1000 Wishes Type. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, du liebst diesen Duft so sehr und bestellst dir den immer mal wieder nach, wenn es ihn irgendwo gibt, kauf doch mal das Original. Und das habe ich dann auch getan. Ich habe dann die Kerze im Original gekauft und sie riecht nach Sparkling Champagne, Crystal Peonies und Almond Cream. Also hier unten drunter ist ja mal die Duftbeschreibung, was ich mega gut finde bei den Bath & Body Works Kerzen. Denn so kann man auch Kerzen, die man noch nicht kennt, wirklich sehr schön ja, anhand des Bodenlabels aussuchen, ob es vielleicht der Duftgeschmack sein könnte oder nicht. Also Champagner, Peonies sind, glaube ich, Pfingstrosen und Mandelcreme. Ja, und Mandeln riecht man jetzt nicht raus, also es ist kein Marzipanduft oder so, keine Sorge. Er ist ein sehr schön floraler, cremiger Duft, der wirklich ein bisschen was Pritzelndes von diesem Champagner hat. Und ich finde den total schön. Ich finde auch die Kerze selber sehr schön mit diesem glitzernden Label. Ja, und 1000 Wishes ist für mich einer der schönsten Bath & Body Works Düfte, die ich bis jetzt kenne. Meine allererste Bath & Body Works Kerze ist jetzt fast leer. Das ist eine, die ich in einem Tauschpäckchen hatte und die mich wirklich auf den Geschmack gebracht hat, dass diese Dreidochtkerzen einfach super abbrennen. Das ist die Tea and Lemon und genau danach riecht er auch, also A Royal Blend of Tea, Lemon and Sugar. Und die riecht halt wirklich wie dieses Zitronentee, den man früher in der Kindheit hatte, diese Pröfkes, die man einfach nur einrühren musste in Wasser. Da erinnert er mich halt auch sehr dran und er ist mega intensiv und ja, daher ganz große Liebe von Tea and Lemon. So, jetzt habe ich einen Housewarmer noch, den habe ich in meinem Schrank vergessen, den hole ich mal noch eben. Der ist nämlich, den hatte ich auch noch an diesem Monat. Noch einen Moment bitte. So, und der letzte Housewarmer für dieses Video ist wieder einer von Yankee Candle, nämlich Spiced Orange. Den habe ich mir selber neu gekauft, als ich 2016 in Berlin war. Da habe ich auch einen Haul gedreht damals. Und zwar war ich da im Europa Center im Yankee Candle Store
Und habe mir den als Erinnerung an meinen Berlin-Trip mit meinen Mädels gekauft damals. Es ist für mich einer der fruchtigen Düfte von Yankee Candle, den ich total liebe. Es gibt noch einen, der heißt Mandarin Cranberry, glaube ich. Der ist auch richtig schön. Und ich stelle fest, ich mag herbe, zitrische Fruchtdüfte. Der ist zwar in der Kategorie Food and Spice hier einsortiert. Das mag an den Nelken liegen, die in den gespickten Orangen stecken. Ich finde, die Nelken riecht man aber gar nicht raus. Er hat eine sehr herbe, erfrischende Orange. Er hat eine leichte Wärme durch diese Gewürze. Die riecht man aber, finde ich, nur sehr, sehr unterschwellig. Also die Orange, diese richtig herbe, fast schon Blutorange, die ist absolut überwiegend. Und das ist so ein bisschen das Prinzip dieser englischen Marmelade, wenn ihr die kennt. Diese Zitronen- und Orangenzesten, die in diesen Marmeladen aus England drin sind, die sind so herb-zitrisch. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Das hat der halt hier auch. Auch der hat super gut gepult, wie ihr sehen könnt, bis hier. Der ist auch vom Duftwachs her total ölgetränkt. Sogar so weit, dass das Öl hier sich da oben schon Bahn bricht und rauskommt. Also wirklich mega intensiv. Und wer Orangendüfte mag, die etwas ins Herbe gehen, den kann ich wirklich diesen Duft ans Herz legen. Schreckt euch nicht von dieser Nelke hier ab. Also den müsst ihr unbedingt dann mal ausprobieren. Ich finde, das ist ein super gelungener Yankee Candle Duft. So, das war es jetzt aber auch mit den Kerzengläsern. Jetzt geht es weiter mit den Melts. Und da habe ich aufgebraucht meinen Cookie von Doris Duftstübchen. Cookie ist eine Mischung aus Blackberry Jam Butter Cookie und Cake Batter Ice Cream, glaube ich. Das ist halt so ein cremiger, dunkle Beeren. Duft und ich weiß, der hat einen riesen Hype ausgelöst in unserer Doris Duftstübchen-Gruppe. Jeder wollte ihn haben, jeder hat ihn getestet. Der war auch irgendwie dann aus der Liste, glaube ich, aus der Custom-Liste nach vorne gezogen worden, weil alle so scharf auf Cookie waren. Und ich kann es verstehen, das ist wirklich ein wunderschöner Duft. Und den habe ich jetzt aufgebraucht. Ich glaube, ich habe noch zwei kleine Herzen oder irgendwie sowas, dann ist er wirklich komplett weg. Dann habe ich einen Duft von Goose Creek in der Lampe gehabt und zwar Autumn in Amsterdam. Und was ein Duft, Leute. Was ein Duft. Der ist einfach wunderschön. Der ist floral, der hat was Fruchtiges, der ist, finde ich, nicht unbedingt nur für den Herbst. Der ist einfach wunderschön rund und gelungen. Die Duftkomponenten, die da drin sind, verbinden sich so schön miteinander, dass man sie nicht einzeln mehr rausriecht. Er hat was Frisches, er hat was Fruchtiges, er ist total intensiv. Also Goose Creek ist wirklich eine Empfehlung. Ganz ehrlich, die sind von der Intensität her super. Und Autumn in Amsterdam kann ich wirklich gut empfehlen. Das ist ein total schöner, intensiver Ganzjahresduft, meiner Meinung nach. So, dann habe ich ein halbes Kart von Driftwood in der Lampe gehabt. Die andere Hälfte habe ich mir jetzt hier noch aufgehoben. Ein sehr schön holzig, frischer, leicht maskuliner Duft, der mich sehr positiv überrascht hat. Und ich denke, das wäre so ein Kandidat, wenn der mal irgendwo günstig zu bekommen ist, könnte ich mir den auch noch vorstellen zu kaufen. Ich würde den dann ins Bad stellen, den Hauswurmer. So, dann habe ich von Duftimpressionen Euphoria drin gehabt. Und das ist wirklich ein sehr schöner, parfümiger Duft. Eben passend zu Calvin Klein Euphoria. Und das Parfum liebe ich sowieso im Herbst und Winter sehr. Ich habe das auch. Das ist halt wirklich ein etwas schwererer Duft, der sehr feminin ist und sehr sinnlich ist. Und
Ja, Euphoria von Duftimpressionen ist genau dieser Duft. Und es gibt ihn auch von Beautiful Fragrances, weiß ich. Also für alle Parfümnäschen unter euch eine Empfehlung. Dann habe ich wirklich gesuchtet und auch sofort nachbestellt Rose Jam Type von Beautiful Fragrances. Das ist der Oberhammer, dieser Duft. Das ist einfach ein Lush-Duft. Ich weiß nicht, wie das Produkt bei Lush heißt, aber es heißt auch irgendwas mit Rose und... Ist das dieses Argan Rose, dieser Body Conditioner? Ich bin, wie gesagt, hier überhaupt kein Lush-Experte. Aber der Duft, der ist so schön. Der riecht halt nach Rose, aber auch nach Rosenholz. Er hat auch was Süßes dazu. Also, ja. Wer Rosendüfte mag, der ist sowas Besonderes. Der ist auch nicht nur schnöde Rose. Also, ihr müsst den dann unbedingt mal probieren. Rose Jam, Riesenempfehlung. Dann hatte ich aus der gleichen Bestellung auch noch Autumn in the Park Type. Ich glaube, das ist auch ein Yankee-Duft gewesen oder so ein US-Yankee-Duft, den man hier nicht bekommt. Und das ist halt so eine Mischung aus rotem Apfel, Laub und Abendsonne. Also so riecht er für mich. So eine herbstliche Apfel-Laub-warme Mischung, also als wenn die Sonne dieses Laub erwärmt hat. Unheimlich schöner Duft, aber ich glaube, den Yankee Original, den bekommt man hier nicht. Dann hatte ich The Lonely Woods von Happy Melts drin. Der ist halt so ein holziger Waldduft mit ganz viel Cremeanteil. Und ich fand die Intensität von dem jetzt leider nicht so gut, wie ich es gern gehabt hätte. Er ist wirklich, wirklich schön, aber ich fand die Intensität halt in diesem großen Wohnzimmer, was wir haben, nicht ausreichend. Also ich glaube, wenn ich den nochmal bestellen würde, weil er mir vom Duft her sehr gut gefallen hat, würde ich den nicht mehr im Wohnzimmer anmachen, sondern auch in einem kleineren Raum. Also entweder in der Küche oder im Badezimmer oder Schlafzimmer, denn der Duft ist halt so ein Naturholz-Laubduft mit Creme und sehr einhüllend und kuschelig. Also der gefiel mir auf jeden Fall gut, nur hätte ich ihn mir intensiver gewünscht. So, dann habe ich ein Goodie gehabt von Beautiful Fragrances, Wilde Pflaume und Wintermandel heißt das. Und den habe ich angemacht, einfach weil ich gedacht habe, die Goodies, die brauche ich jetzt schon sofort auf und habe da nicht viel von erwartet, weil ich eigentlich so ein Mandeltyp nicht bin. Das riecht mir immer viel zu marzipanig und zu süß und dann habe ich aber wirklich gestaunt. Der Duft ist halt wirklich ein toller, authentischer Pflaumenduft mit einer tollen, nicht zu süßen Mandelnote. Auch gewürzig, ja, aber dieser fruchtige Charakter der Pflaume ist im Vordergrund. Und das hat meinen Mann total geflasht. Also musste ich aufgrund dieses Pröbchens nochmal bestellen und habe meinem Mann, der jetzt auch eine Duftlampe in seinem Hobbyraum hat, der hat nämlich einen ganzen Raum in unserem Haus nur für sich und sein Hobby, das ist die Musik. Mein Mann ist Musiker hobbymäßig und er wollte jetzt auch eine Duftlampe haben und dieser Duft hat ihn davon so überzeugt, dass der jetzt in seinem Hobbyraum einen Clamshell von dem Duft liegen hat und auch seine Lampe regelmäßig anmacht. So viel zum Thema Männer und Düfte. Er hatte ja noch nie wirklich was gegen meine Düfte, aber er fand es bis jetzt auch nicht immer so, dass er nach Hause kam und eine Duftlampe angemacht hätte. Sagen wir es mal so. So, dann hatte ich von Iceflower den Traumfänger an. Das ist ein Lavendelduft, würde ich jetzt mal sagen, als allererstes. Der aber noch schöne andere Komponenten mit drin hat. Er ist süßer Lavendel.
Er hat auch irgendwas, finde ich, von April Fresh oder so oder von Gain, also so ein Weichspüler, so ein USA-Weichspüler riecht man damit raus. Ja, und vielleicht ist es Pink Sugar oder so, auf jeden Fall eine süße Komponente und überstrahlt aber vom Lavendel. Und das ist ein Schlafzimmerduft, finde ich, der gehört mit diesem frische Wäsche und Lavendel, finde ich, ins Schlafzimmer. Also das, da finde ich ihn schön. Für den Rest der Wohnung wäre er mir, glaube ich, zu frischwäschemäßig. So, dann habe ich ein USA-Wachs drin gehabt und zwar von Sassy Girl Aroma. Pink Sugar Sleepy Time nennt der sich. Sind so Wachsbröckchen. Und der erinnerte mich sehr an meinen heißgeliebten Oh Rosie von Doris. Die sehen auch immer total schön aus, diese Chunks, finde ich. Der hat halt Minze, so Rosemary-Mint-mäßiges mit Pink Sugar vermischt. Und irgendwie noch was, keine Ahnung, ob da noch irgendwie so ein Kamilleeinschlag oder so. Irgendwie sowas Krautiges hatte er auch noch mit drin. Oder ob das der Rosmarin vielleicht ist. Auf jeden Fall erinnert er mich sehr an Oh Rosie und darum fand ich ihn natürlich sehr, sehr schön. So, dann habe ich eine Duftmischung in der Lampe gehabt. Und zwar habe ich selber gemixt Aurora und American Cream von Enchanted Scents. Das waren zwei Goodies. American Cream ist ja dieser Conditioner für die Haare von Lush und Aurora war eine der Prinzessinnen von Mune. Und zwar Dornröschen, glaube ich. Eine super schöne Mischung zusammen. Allerdings auch wirklich nur wieder für kleine Räume. Ich habe im Moment das Gefühl, dass Enchanted Scents ja von der Duftintensität, ich weiß nicht, ob es nachgelassen hat oder ob ich einfach im Moment Stärkeres gewohnt bin. Ich habe Mone dazu auch schon geschrieben und mit ihr gesprochen und sie sagt halt auch, sie macht das Maximale, was geht an Öl in ihr Wachs. Irgendwann stimmt die Mischung sonst einfach nicht mehr. Und sie hat da das Gefühl, dass einfach die Öle, die sie benutzt hat, zum Beispiel für die Prinzessin, zum Teil einfach eher sanftere Öle an sich schon waren. Die maximale Menge ist auf jeden Fall drin in ihrem Wachs. Und ja, es ist leider so, dass ich das dann eben nur in kleinen Räumen anmachen und genießen kann. Jetzt habe ich ja vor kurzem wieder bei ihr bestellt und zwar habe ich Jane Marple, glaube ich, und Lady Di bestellt und noch zwei, drei andere. Die bin ich noch am Testen. Da kommt dann irgendwann auch noch ein Video zu. Aber die zwei hier waren so kleiner Raum, alles gut. Dann habe ich aufgebraucht Ophelia in Gold von The Bathing Garden. Da hatte ich so ein großes Chunkstück, das habe ich mir in mehrere Male aufgeteilt und das ist ein wunderschöner, cremiger, ja, so ein Kleopatra-Bart-Duft, finde ich. Der hat sowas von Honig und Milch und Creme und Bodylotion, also mit einer meiner allerliebsten von The Bathing Garden. Und ich bin total traurig, dass der jetzt leer ist. Aber irgendwann muss man es ja auch aufbrauchen, sonst duftet es nachher einfach nicht mehr. Dann hatte ich Deadly Gardens von The Bathing Garden drin. Das ist so ein Rosenstück gewesen, wie eins von denen, das ich jetzt ausgelost habe. Ein halbes habe ich noch, so ein Rosenbar. Ja, und der Duft ist auch wirklich ein blumiger Duft. Also, warum der Garten jetzt tödlich ist, weiß ich nicht. Aber es sind auf jeden Fall sehr schöne Blumen in diesem Garten. Ein Rosenduft, ein sehr klassischer Rosenduft. Der ist gemischt mit noch so einer erdigen Komponente. Vielleicht ist es sowas in die Richtung Patchouli oder Moschus oder so gehendes. Ein sehr schöner Duft und ich freue mich, dass ich da auch noch die Hälfte habe, dass ich da noch einmal mit düfteln kann. So.
Dann hatte ich noch von The Bathing Garden die Candied Peppermint Petals. Was sind Zungenbrecher? Also kandierte Pfefferminzblütenblätter. Das war auch so eine Rose. Und der riecht halt wirklich nach Blütenblättern mit Pfefferminze. Sehr schöne Kombination. Sehr erfrischend. Minzdüfte sind ja eigentlich generell schön. Also ich liebe halt Minzdüfte. Ich mag die in allen Varianten. Ob die jetzt mit Rosmarin, mit Süß, mit wie hier Blütenblättern kombiniert sind. Also ich finde, Peppermint in jeglicher Form ist irgendwie was für mich. So, dann hatte ich noch die Silberwolke von Doris. Silberwolke war auch so ein kuscheliger Duft, fand ich. Alle, die so, ja, diese ganzen kuscheligeren Jacks Kuscheldecke oder, ja, alles, was so in die Richtung Fluffy Towels oder noch parfümiger Dark Kisses, Go Lightly, alle, die so in diese Richtung gehen, die würden sicherlich auch die Silberwolke mögen. Also ich fand den sehr, sehr schön und ich würde mir den auf jeden Fall auch nochmal kaufen, wenn es den wieder im Shop gibt. Dann habe ich von Beautiful Fragrances Tea and Cakes gehabt. Den habe ich ja von Sweet Mamsell unglaublich gern. Und dann habt die Joyce irgendwann mal gefragt, Leute, habt ihr noch irgendwelche Wünsche an Ölen, die ich bestellen soll? Und da Sweet Mamsell das Öl nicht mehr hat und ich auch bei den anderen Gießerinnen keinen Erfolg hatte auf Nachfrage, habe ich dann Joyce gefragt, ob sie das Öl kennt. Und sie sagte, nein, sie kennt es nicht, sie bestellt es aber für mich. Oh, da war ich total dankbar, denn das ist wirklich einer der absolut schönsten Foodie-Düfte, die ich kenne. Und sie hat mir den dann gegossen und hat den auch in dem letzten Restock dann mit angeboten, weil sie selber ganz begeistert war. Und Tea and Cakes ist halt wirklich ein ganz tolles Öl aus schwarzen Teearomen mit einem orangigen, süßen Gebäckstück dabei. Also irgendwie so ein ja, so eine Orangen-Zuckerschnecke vielleicht und dann eben dieser schwarze Tee. Und das ist so ein toller Duft. Also Tea and Cakes liebe ich sehr. So, dann hatte ich Frost and Snowdrops von Tasty Scents als Kerze. So, der Duft an sich selber ist ein einziges Öl, glaube ich. Und der gefällt mir auch ganz gut. Nur hat halt diese Kerze ultra gerußt. Ich habe den doch auch immer schön gekürzt. Also der ist jetzt im Moment nicht gekürzt, aber trotz Kürzen hat der halt ultra gerußt und das ja, war eben nicht so das Schöne daran. Und ich habe mir jetzt überlegt, den Rest der Kerze nicht mehr aufzubrauchen, obwohl der Duft schön ist, aber dieses knisternde Geräusch des Dochtes und dann diese Rußfackel, die da so hervorkam, das Abbrennverhalten ist einfach nicht schön und darum habe ich gedacht, ich werde den letzten Rest jetzt nicht verbrauchen mehr und ich glaube, dass Tasty Scents auch die Kerzen nicht mehr anbietet wegen dieser Rußgeschichte. Und die Intensität war auch einfach dann nicht so schön, wie es hätte sein sollen. So, dann von Duftimpressionen Secret Crush. Das war ein Victoria's Secret Duft, glaube ich. Den fand ich mega schön, würde ich sofort nachkaufen. Absolut mein Beuteschema. Feminin, cremig, floral. Ja, also falls ich mal Victoria's Secret Sprays sehen sollte und da heißt ein Secret Crush, dann würde ich sogar das vielleicht kaufen. Also richtig, richtig schön. Dann habe ich den Sternstaub. Guck mal, das ist der, den mir vorhin nicht einfiel. Sternstaub ist für mich in die gleiche Kategorie zu stecken wie die Silberwolke. Einfach wunderschöne, kuschelige, leicht parfümige Düfte. Die macht Doris, finde ich, wie keine andere. Einfach toll.
So, dann nochmal von Happy Melts Angel in a Trench Coat. Da habe ich zwei solche Ostereierchen gehabt. Und das ist ein ultra schöner Duft, der Gott sei Dank auch bei Lina dauerhaft drin ist. Wer zum Beispiel Tamino von Doris liebt, der muss unbedingt diesen probieren. Der erinnert mich sehr daran. Ich hatte mit Suli letztens darüber gesprochen. Die hatte die Idee, dass das der gleiche Duft sein könnte. Und ich habe gesagt, ich rieche sie mal parallel und sie hat wirklich recht. Angel in a Trenchcoat ist entweder genau der gleiche Duft oder Doris hat da noch etwas anderes mit reingemischt, was aber dann nicht sehr dominant sein kann. Denn das riecht wirklich so parallel nebeneinander gerochen, fast identisch. Also Tamino und diese ganze Zauberflöten-Edition drumherum ist ja der Oberknaller. Und Angel in a Trenchcoat ist das gleiche Kaliber. Also Leute, wer den noch nicht hatte, probiert ihn aus. So, dann ein halbes Tart von Mulberry and Fig Delight von Yankee. Einer der neueren von denen. Ich glaube, jetzt aus der aktuellen Herbstkollektion. Und für mich nicht so fruchtige Nase ist der trotzdem wirklich schön gewesen. Der ist so rund irgendwie. Also man kann diese Maulbeeren, generell diese Fruchtdüfte ja sehr stechend und scharf machen. Oder so wie dieser hier, abgerundet, abgedämpft, diese Schärfe rausgenommen. Wie zum Beispiel bei magenfreundlichem Früchtetee, wenn ihr versteht, was ich meine. Der Früchtetee hat ja auch so eine Schärfe drin, die bei manchen Sodbrennen hervorruft. Und das haben, finde ich, so Beerendüfte auch oft. Und darum mag ich die auch nicht. Und der hier ist sehr schön rund gerührt. Also Mulberry and Fig Delight ist wirklich ein gelungener Beerenduft, den sogar ich als Nicht-Beerenduft Liebhaber mochte. Dann hatte ich von Iceflower so ein Test Melt Coast Soap. Das war ein reiner Seifenduft. Ich fand den nicht besonders. Er ist mir auch nicht besonders im Gedächtnis geblieben. Dann ein altes Melt von Sweet Mamselle Lunatic. Roch für mich floral, hat mich auch wirklich, ich weiß nicht, ob es das Dupe sein sollte, aber es hat mich ein bisschen an Luna von Sensi erinnert. Aber es war nicht eins zu eins der gleiche. Ich fand die Intensität dafür, dass es so ein altes Melt war, auch echt noch gut. Also kann ich mich nicht beschweren. Dann habe ich von Mone aufgebraucht Slumber Party. Und das war halt so ein Lavendel-Pappsüß Pyjama-Party-Duft. Der war wirklich, wirklich richtig süß. Also da war eine riesen Portion Zucker drin, diesen Lavendel. Und in Kombination mochte ich das auf jeden Fall auch, aber es war auch okay, dass er jetzt alle war. Also so ganz so süß bin ich dann ja doch nicht drauf. So, dann habe ich leider nur noch ein halbes Stille Nacht aus dem Adventskalender letztes Jahr. Wie ich finde, einer der absolut schönsten aus diesem Adventskalender von Doris. Den hoffe ich sehr, dass sie den im Winter nochmal auflegt. Stille Nacht ist einfach nur der Oberhammer. Also für alle cremig zarten Bodylotion-Duftliebhaber wie mich, die Krönung. Also wirklich toll. Doris hat da wirklich wieder was zusammengerührt. Ich habe keine Ahnung, wie sie das macht, aber das ist einfach nur genial, was sie da schafft. Also die Düfte, die Doris so als Houseblends hat, die sind einfach, ja, unerreicht. Wunder, wunderschön. So, dann hatte ich noch einmal Cleopatra's Cream Bath, auch von Bathing Garden drin. Der ging auch in die gleiche Richtung wie mein Ophelia in Gold. Hatte der hier aber noch eine Honignote mit drin. Ach ja, auch wunderschön. Einen habe ich leider, Gott sei Dank noch, also ein Würfelchen. Einmal kann ich die Luft noch genießen. Dann ist auch da bei mir finito.
Dann habe ich, ach ja, vorhin schon erwähnt, Dark Side von Doris. Das ist das Dupe zu Yves Saint Laurent Black Opium. Ein ganz, ganz toller, femininer, sehr erwachsen femininer Duft, wie ich finde. So ein bisschen auch in die Richtung verrucht, ohne das jetzt negativ zu meinen. Also sehr sinnlich und ja, fast schon sexy. Dann Goose Creek mit Coral. Das ist so ein aquatischer Duft, ein bisschen, also das Label, da ist auch irgendwie so eine weiße Koralle drauf abgebildet. Und der ist sehr parfümig, sehr floral, trotzdem aquatisch. Der hat mich sehr, sehr gut beduftet. Ich mochte den wirklich genauso wie Autumn in Amsterdam unheimlich gerne, sodass ich jetzt überlegt habe, das war jetzt ein Pröbchen aus einem Tauschpaket, da hatte ich zwei von diesen Dingern drin, dass ich überlegt habe, mir den auch nochmal zu bestellen als Wax Melt. Denn der war auch genau mein Beuteschema. Das Problem ist halt einfach immer nur, man hat so viel und man kann nicht immer nur kaufen, kaufen, kaufen. Ich gucke, dass ich bei den Restocks, die die Leute jetzt so anbieten, auch immer mal ein bisschen was dann dazu nehme in die Sammlung, weil ich ja halt auch viel verbrauche, wie ihr seht. Aber irgendwann platzt ja auch der Schrank, ne? Also von daher, mal schauen. Dann kommt Juicy Pear von Goose Creek. Das ist wirklich ein sehr authentischer, reifer Birnenduft. Sehr intensiv. Und der hat noch so eine Spur Blattgrün von der Birne drin. Also es ist eine grüne Birne, keine rote Birne. Eine leichte säuerliche Note auch. Also sehr schön authentischer Birnenduft und auch nicht viel anderes dabei. Also ich finde das Blattgrün, was man hier auch auf dem Label sieht, das könnt ihr auch wirklich noch riechen. Und die Birne ist eine leicht säuerlich süße Birne. Also auch wirklich schön getroffen. Dann habe ich von Yankee Candle Vanilla Chai in der Lampe gehabt. Das ist ja so ein sehr schwer zu bekommender, ausgelisteter Duft. Entweder man liebt ihn oder man hasst ihn und ich liebe ihn. Er ist halt vanillig, rauchig, sehr gewürzig, hat Zimt mit drin. Aber ich finde, es hat so eine rauchige Zimtigkeit. Das geht so ein bisschen in die Richtung Home for the Holidays, also so dieses Cozy Fireside, dieses Rauchige drin ist hier auch. Und dann eben diese Chai-Gewürze mit Vanille. Da habe ich auch dank der lieben Frau Maus aus unserer Duftgruppe bei Doris, die liebenswerterweise mir ihren nur einmal angezündeten Housewarmer verkauft hat. Da habe ich Gott sei Dank jetzt einen Housewarmer von und ja, kann jetzt meine Tarts, die ich noch so habe, verdüfteln, weil ich habe dieses Housewarmer-Backup. So, dann White Tea and Lavender von Doris. Ja, White Tea and Lavender ist halt ein schöner Lavendelduft mit einer Teenote. Dieser weiße Tee ist aber jetzt sehr, sehr lieblich, also so eine zarte Teenote. Es gibt ja so herben Tee und dieser ist sehr zart, sehr fein. Und der Lavendel da dazu ist eine schöne Duftkombination, die, finde ich, fast schon frühlingshaft ist. Also für mich ist das eher so ein Frühlingsduft als jetzt im Herbst. Ganz anders ist Macaron Treats von Yankee, habe ich auch so ein halbes Tag aufgebraucht und ich habe so ein Glück gehabt. Wir haben bei uns im Geschäft vor Ort so einen, also so einen Dekoladen hier, der hat halt so ein Standardsortiment Yankee Candle. Da ist auch nicht viel Außergewöhnliches bei, keine Raritäten und nichts. Und der hat halt ein so ein Körbchen mit Tarts, die ausgelistet wurden, die dann eben reduziert angeboten werden. Wenn zum Beispiel das Wachs da drin so bröselig geworden ist oder wenn das Wachs sich verfärbt hat, wenn das Label nicht mehr drauf ist vorne, sondern nur hinten oder irgendwie sowas, dann sortieren die das aus und machen das günstiger und dann kommt hier immer so ein roter Strich drauf.
Ja, und da war bei Macaron Treats eben auch. Und das war auch wieder so ein typischer Angefixt-Kauf. Die liebe Paddy hat mich angefixt mit dem Duft. Die hat ihn als so schön beschrieben. Ich mochte den einfach von der Farbe nie und habe mir den auch deswegen nie wirklich angeguckt, weil ich dieses Giftgrün einfach gar nicht mag. Aber der Duft ist richtig, richtig toll. Der ist so richtig Puderzucker, Zartgebäck mit so einer Mandelnote. Nussig, zuckrig, unheimlich schön. Ja, und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für den Tipp, denn das ist wirklich einer der schönsten Foodie-Düfte, die ich von Yankee bis jetzt in der Lampe hatte. Getoppt wird der bei mir hier nur noch von diesem Rosinenschneckenduft von Yankee. Da habe ich mir nämlich auch einen Housewarmer gekauft. Da ist aber auch die Wachsfarbe schöner, muss man dabei sagen. So, dann Sugared Snow Dust von The Bathing Garden. Das war auch wieder so eine Blüte. Hier ist noch so ein Rest. Ja, das war halt so ein 0815 Winterduft. Also sehr Pink Sugar mäßig. Mit so einer Schneenote, also so einer Frostnote. Der war wirklich sehr 0815. Also den habe ich nicht so gefeiert. Den habe ich dann auch irgendwann, obwohl er noch geduftet hat, ausgetauscht, weil ich Lust auf was anderes hatte. Dann Wild Jungle von Doris. Das war so eine halbe Maus, die ich auch mal aus irgendeinem Wanderpaket oder Tauschpaket rausgezogen habe. Und der war, glaube ich, zu alt. Da kann ich mir nicht wirklich ein Urteil zu erlauben. Der roch für mich, ich weiß nicht, ob er so riechen sollte, aber herbkrautig mit irgendwie so einem parfümigen Einschlag. Also da mag ich mir jetzt lieber kein Urteil zu erlauben, das lassen wir mal. So, dann California Sun. Da habe ich in der Gruppe sofort nachgefragt, ob jemand den Duft kennt, denn auch das war aus einem Tauschpaket oder Wanderpaket. Der roch für mich nämlich nach Waffelteig. Und da habe ich gedacht, California Sun, das muss doch irgendwie was anderes sein. In der Duftbeschreibung, die ich dann bekommen hatte, stand auch nichts von Waffelteig. Aber ganz viele haben gesagt, als ich den hatte, habe ich auch Waffelteig gerochen. Und das fand ich total erstaunlich. Ja, für mich ein wunderschöner Waffelteigduft, kann ich auch nicht anders sagen. Und ja, California Sun. Mal schauen, vielleicht kommt der ja nochmal wieder rein, dann würde ich den auf jeden Fall nochmal nehmen. Dann habe ich Southern Boy drin gehabt von Doris, ein schöner maskuliner Duft, der aber auch, ja, jetzt nicht unbedingt ein Nachkaufkandidat für mich ist. Männlich, aquatisch, ganz okay. Dann von Blue Moon das Zuckerschnütchen. Da habe ich so eine schöne Tüte von der Suli bekommen mit ganz vielen kleinen, auch sehr, sehr niedlich gegossenen Chunks. Die haben so Glitzer und ganz viele verschiedene Lagen an Farbe. Ja, und das ist wirklich mein Liebster von Blue Moon bisher. Der riecht nämlich wirklich wie diese Zuckerschnuten Bodylotion damals von Balea Rock, nämlich so süß, zuckrig, zitronig, sehr, ja, Candy-mäßig. Also ich mochte den als Bodylotion damals schon ganz gerne und jetzt gibt es den halt hier auch von Blue Moon. Finde ich total toll. Dann hatte ich Vermont Honey Apple von Doris. Das ist, glaube ich, auch ein Bath & Body Works Duft. Ja, das war auf jeden Fall eine schöne, parfümige, apfelige Honig-Duftkomposition. Und den habe ich mir von Beautiful Fragrances jetzt, weil er im Shop war, nachbestellt. Den fand ich total schön für den Herbst. Dann habe ich Cozy Nights von Doris drin gehabt. Oh, den liebe ich ja so sehr. Cozy Nights ist wirklich der perfekte Herbst-Kuscheldecken, Tee trinken, Buchlesen-Duft. Ganz toll
parfümig, mystisch und kuschelig. Also wer Cozy Nights noch nicht hatte, ich hoffe, der kommt irgendwann wieder in den Shop. Ich glaube, er steht auch in irgendeiner Custom-Liste drin, in irgendwelchen Kombis. Da habe ich mich, glaube ich, überall bei eingetragen. Ich liebe Cozy Nights. Ist wirklich einer meiner Top-Düfte von Doris. Dann habe ich Bedtime Bath und White Musk aufgebraucht. Das war eine Tafel. Und den würde ich tatsächlich nachbestellen. Bedtime Bath ist ja so ein Abendkuschelbadduft mit Kamille und Lavendel, glaube ich, und so richtig schön kuschelig. Und dieser Moschus ist halt, das machte das Ganze sehr parfümig, noch ein bisschen schwerer. Also wirklich, wirklich schöne Kombination. Wer sich die ausgedacht hat in der Custom-Liste, Chapeau. Dann habe ich von Blue Moon Fresh Squeezed Orange drin gehabt. Pur steht da drunter. Das ist also wirklich das pure Öl gewesen, ohne Mischung. Und es war ein super schöner Orangenduft. Der roch auch sehr authentisch nach frisch gepressten Orangen. Ganz spritzig, ganz lecker. Und den habe ich in der Küche drin gehabt. Der hat auch wirklich die Küchendüfte sehr schön neutralisiert. Mochte ich sehr. Soweit ich weiß, hat Moni jetzt auch ihren alten Wachstopf, der diesen Foodie-Beigeruch bei den Düften erzeugt hatte, ad acta gelegt und sich was Neues angeschafft. Und seitdem sollen die Blue Moon-Düfte super sein. Also ich überlege da auch dann irgendwann jetzt mal zu bestellen. Denn diesen Blue Moon-typischen Foodie-Beigeruch des Wachses mochte ich persönlich jetzt nicht. Andere liebten den, aber jetzt hat sie einen neuen Topf und seitdem, glaube ich, ist das Dufterlebnis bei Blue Moon super. Und ja, ich glaube, die Custom-Liste wächst bei ihr auch sehr rasant. So, kommen wir zu La Diva. Und ich kann es euch nicht anders sagen. Ich habe den ja beim ersten Riechen, das habe ich, glaube ich, auch in einem der Videos erzählt, als ich den aufgemacht habe zum ersten Mal. Da musste ich an Gummistiefel denken. Und das hat für viele Lacher gesorgt. Und er riecht auch jetzt immer noch kalt für mich wie Gummistiefel. Aber warm ist er einfach der Oberhammer gewesen. Ich kann ihn nur loben. Das ist auch so ein Duft, das ist halt Doris Feder. Der vereint super viele schöne Komponenten. Hat mich warm total überzeugt. La Diva war da nichts mehr mit eine Diva in Gummistiefeln. Das war wirklich ein unheimlich schöner Duft. Kaufe ich mir auf jeden Fall auch wieder, wenn der wieder in den Shop kommt. So, dann hatte ich von Tasty Scents Moonlight Pass ein Pröbchen. Auch wieder ein Bath & Body Works Duft. Und ich habe im Moment so das Gefühl, diese ganzen Bath & Body Works Types, die sprechen mich sehr an. Ich habe jetzt auch in der Zwischenzeit 6, 7 Kerzen von Bath & Body Works bekommen. Entweder geschenkt bekommen oder eBay Kleinanzeigen geschossen. War auf jeden Fall fast alles, was dabei rauskam, super. Und ich habe überlegt, ich mache demnächst mal ein Bath & Body Works Video zu diesen Kerzen, wenn ihr da Interesse dran habt. Ebenfalls Bath & Body Works Dupe, ein Berry Flirt von Blue Moon. Ein schöner, beeriger, aber sehr parfümiger Duft. Hat mir auch super gefallen. Also das war auch ein ganz, ganz toller. Melon Ball Fizz von Doris ist so ein spritziger Melonenduft gewesen, war an einem der wärmeren Tage in der Lampe, mochte ich, aber ist für mich jetzt kein Nachkaufkandidat. Dann Roses and Wine von Bea's Wax Bakery, ein Rosenduft mit alkoholischer Beinote. Ich mochte den total. Auch wenn ich gedacht hätte, mit Wein, naja, wer weiß, wie das riecht. Aber der war super. Ein total schöner, floraler Rosenduft. Sehr besonders auch. Richtig klasse. Dann It's Pure Fucking Magic Lumos aus der Harry Potter Reihe.
Ja, die Intensität von denen ist einfach mau, muss man wirklich dabei sagen. Es mag vielleicht auch den ein oder anderen Duft von It's Pure Fucking Magic geben, der intensiver ist. Ich hatte von denen aus einer der allerersten Gießungen ja auch diesen, was war das, Verbotener Wald oder sowas. Der war mega intensiv und der zweite, den ich irgendwann nachbestellt hatte, der war überhaupt nicht mehr intensiv. Also die hat wirklich tolle Ideen, die Dame, die das macht. Und Lumos war auch ein schöner Duft, aber viel zu schwach auf der Brust für mich. Ist ja jetzt auch meine persönliche Meinung, ne? Nicht, dass sich da jetzt jemand angegriffen fühlt, aber das ist halt, irgendwie scheint die Intensität bei ihr sehr wechselhaft zu sein. Und ja, leider war Lumos nicht so intensiv, wie ich mir gewünscht hätte. Der Duft selber war nämlich sehr schön. So, dann hatte ich Cream Cheese Frosting und Serendipity zusammen in der Lampe. Auch kleine Pröbchen von Doris und die Duftkombination hat mir ganz gut gefallen. Ich glaube, das ist auch eine, die wirklich jeder kennt. Da erzähle ich, glaube ich, nichts Neues. Und der letzte, den ich für heute habe, ist von Sweet Mamsell die fluffige Beerentorte. Da habe ich so ein halbes Osterei verdüftelt. Hier ist noch die andere Hälfte. Ja, und das ist halt so ein Beeren-Foodie-Duft, den ich nicht so gerne mochte. Das hat aber nichts mit Sweet Mamsell zu tun, sondern einfach, weil ich diese Beerennase nicht habe. Ja, die eine Hälfte hat mir gereicht. Ich werde die zweite Hälfte weiter verschenken an jemanden, der Beerendüfte mag. Aber die Intensität und so weiter ist bei Sweet Mamsell ja immer super. Also von daher, vielleicht freut sich da noch jemand über das zweite halbe Osterei. So, ihr Lieben, das war's, was letzten Monat in meiner Lampe war. Ich finde, das war schon wieder ganz schön viel. Ja, ich versuche auch wirklich fleißig zu düfteln. Und die Kerzenabends sind halt einfach auch immer schön. Und ja, so kommt das so zustande, ne? Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß beim Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Liebe und bis dahin, macht es gut. Tschüss!